Ach ja, der unverkennbare Sound von Capcom. Hallo und herzlich willkommen zum dieswöchigen Retro-Sonntag und diesmal mit einem Märchen aus Tausend und einer Nacht. Wir spielen Aladdin auf dem Super Nintendo nach dem bekannten Disney-Meisterwerk aus den frühen 90er Jahren. Und bevor es losgeht, erstmal ein Riesendank an Senshi. Der hat mir nämlich seinen USB-Super Nintendo-Controller geschickt. Ich habe mich sehr gefreut und er funktioniert perfekt. Und ja, das ist doch ein ganz anderes Gefühl, hier die Super Nintendo-Klassiker auch mit einem passenden Controller zu spielen. Und ja, vielen Dank nochmal an dich. Jetzt zu Aladdin. Ich kenne das Spiel überhaupt nicht. Ich habe viele Ausschnitte und Werbespots damals gesehen und es war ein sehr bekannter Titel, aber ich habe ihn nie gespielt und deswegen kann das jetzt relativ lustig werden. Das Spiel gibt es mit deutschen Texten, wie wir hier schon sehen, was ich jetzt nicht gelesen habe, aber das heißt jetzt wahrscheinlich hier in der Lampe ist ein Geist und wenn du ihn störst, dann erfüllt er dir drei Wünsche und ein Auto. So, okay, wir starten. Disneys Aladdin. So, was haben wir denn hier für Optionen? Wollen wir doch mal schauen. Steuerung, Rennen, Musik, Klang. Gut, typische Super Nintendo Optionen, können wir nicht viel mit anfangen. Deswegen starten wir direkt das Spiel. Wunderschön. So. Ja, von Capcom, da erwarte ich mir schon mal viel Spaß. Okay, wir sind Aladdin und haben hier diesen Affen hinter uns. Ihr könnt gerne mal in die Kommentare schreiben, wie der heißt. Hat der einen Namen? Oh, wir können hier mit irgendwas werfen. Es gibt jetzt so viele von euch, die das Spiel wahrscheinlich auswendig kennen, denn es war wirklich ein bekanntes Ding. Und ich habe da überhaupt keine Ahnung. Tut er mir was Böses? Nö. Aber es ist... ja, es ist lustig gehalten. Okay. Ach nee, ich sehe gerade oben rechts, ich habe nur eine begrenzte Anzahl von diesen Äpfeln. Das ist ja schade. Wie komme ich da hoch an diese Diamanten? Ah, auf die drauf springen, okay. Ja, hier drauf. Oh, der ist ja richtig... Guckt mal. Aladdin ist extrem sportlich. Nur der Affe hier hinterher, naja. Ey, cool. Das ist der Stunts wie bei Donkey Kong Country fast. Mal gucken. Und, na, kann ich da... Ah, wie komme ich da hoch? Ich habe keine Ahnung. Naja, immerhin einen. Oh Gott, ich spiele das wahrscheinlich so schlecht. Aber es ist auch schön, mal einen der alten Klassiker völlig blind zu spielen. Kann ich diese Truhe öffnen? Okay. Einen großen Stein gefunden. Ah, da habe ich jetzt ein Herz mehr. Okay, immerhin. Äpfel habe ich keine mehr, aber ich kann die auch mit einem gezielten Sprung außer Gefecht setzen. Hey, blöden Schlangen. Da hilft wohl nur ein gefühlvoller Hopse. Mensch! Ist gar nicht so einfach. Was ist das? Oh. Irgendein fliegendes Ding. Der fliegende Goldkäfer. Hallo? Spinnst wohl. Weg mit dir. Ja, ich spiele das jetzt genauso wie damals, wenn man sich das Spiel, oder als man sich das Spiel neu gekauft hat, schnell nach Hause gerannt ist und es kaum erwarten konnte, das zum ersten Mal in Super Nintendo zu stecken und die erste Enttäuschung, das ist ja gar nicht mal so einfach. Okay. Deswegen, bevor jetzt wieder Kommentare kommen, Gott, spielst du schlecht? Hört, ich spiel's zum ersten Mal, Freunde. Ich habe das immer nur in Ausschnitten gesehen. Und es... Ja, das Spiel hat gute Bewertungen. Ach, guck mal, so geht das. Alles klar. Das sind echt coole Einlagen, die der Aladdin hier drauf hat. Ich wollte das schon immer spielen. Ich wollte damals schon... habe ich überlegt, ein ganzes Let's Play davon zu machen. Da dachte ich mir aber, ich blamier mich genauso, wie ich es jetzt gerade im Moment tue. Und... Hoch mit dir! Nein, da... Oh, ein Geflügel. Okay, ah, so können wir auch da drüber. Und so können wir sogar die Schlangen killen. Cool. Gucken wir mal da, eine hübsche Lady da links im Fenster, die uns bei unseren akrobatischen Einlagen bewundert. Oder sich einfach nur fragt, was macht dieser Bekloppte mit dem Affe da unten? Man weiß es nicht. Übrigens ist es echt passend, im nächsten Retro-Sonntag, das kann ich euch jetzt schon mal sagen, gibt es wieder ein Spiel, wo ein
bekannter Mensch mit einem Affe durch die Gegend läuft. Durch die Gegend läuft, so. Jetzt könnt ihr mal raten, um was es sich dann handelt, ja. Der Affe fängt mit B an. Das weiß jetzt wahrscheinlich keiner von euch, aber wer gut ist, der kommt vielleicht drauf. Das könnt ihr dann am nächsten Sonntag bewundern. Mein Gott, er zielt gut, aber nicht gut genug für Aladdin. Ohoho. So, den Stein da oben habe ich nicht mehr bekommen. Der Affe frisst den Apfel. Und der Leuchtekäfer, blink, blink, blink. Magische Dinge geschehen und... Boah, cooler Effekt. Atempause. Dankeschön. Drücke einen Knopf. Okay, ich drücke den Knopf auf Senshis neue Controller. Dankeschön noch. Das ist jetzt hier das Glücksrad. Okay. Ich weiß nicht mal, wie dieser Geist heißt. Ich habe den Film auch nie gesehen. Das war eher sowas für Mädchen, oder? Aladdin. Ein Leben. Okay, ein Herz. Ein Stern. Zwei Leben. Das ist nicht viel. Versuche 3. Versuche 4. Oh, okay. Das ist schön gemacht. Doch, mir gefällt's. Ich überlege schon nach der Aufnahme hier für die Folge vielleicht sogar noch weiter zu spielen. Das ist echt interessant. Ich mache das öfters, wenn ich eine Retro-Sonntag-Folge durch habe. Es ist ja schon öfters passiert, dass ich noch voll Bock hatte weiterzuspielen und das ein oder andere Spiel habe ich dann noch richtig, bis zum Ende gespielt. Außer jetzt sowas wie Silver Surfer, das nicht. Du lässt mich mal mit deinem Fass in Ruhe, mein Freund. Schön, wie mir der Affe auch immer folgt. Kommt mir ein bisschen vor wie Diddy Kong. Dann ist er sauer, dass er dich getroffen hat, der Kollege. Oh, diese ganzen Edelsteine, ich weiß nicht, was die bringen, explizit. Uah! Mensch, Affe, du hättest mich mal warnen können. Mein Freund. So, jetzt habe ich dich. Alles klar. Mein Gott. Schon wieder meine halbe Energie verpulvert. Okay, das kriegen wir hin. Nicht. Aladdin, Aladdin. Warum sind alle gegen ihn? Ist doch ein netter junger Mann. Hat halt einen Affe bei sich, deswegen werden die meisten denken, was ist, mit dem stimmt doch was nicht. So, hier hoch. Hier hoch. Wow, Hilfe. Wird schon wieder beschossen. Oh, ein Leben. Cool. Freu. So, hier geht's weiter. Und hier. So langsam komme ich auf den Trichter. Sagte er und starb. Super. Aber jetzt, was die Kletterfunktion angeht, meine ich. Los geht's. Es ist immer süß, wie er wütend wird, weil er nicht getroffen hatte. Kann sein, dass wir für eine bestimmte Anzahl Edelsteine ein Leben kriegen oder Energie. 100 wären ganz schön viel, weil so viele Edelsteine wie jetzt Münzen bei Super Mario gibt es hier nicht gerade. Das wäre ganz schön hart. Wow. Kann ich da nochmal zurück? Ja, den will ich auch noch. Dankeschön. Ich glaube, so war das eigentlich gedacht. Und zack. Da ist wieder ein Hähnchen. Gibt Energie. Ist ja schon wie bei Fortress of 4. Speis und Trank wird dich mit Energie löhnen. Oh, oh. Lauf dem doch nicht in den Pfeil, Aladdin. Schöne Musik auch. Gefällt mir. Das gesamte Design ist nicht schlecht. Schöner Hintergrund. Jetzt weiß ich, warum das Spiel so berühmt war damals. Aber das war wahrscheinlich aus einer Zeit, wo man sich, ja, wo ich mich entscheiden musste, entweder das hier oder irgendein anderes Spiel. Ah! Wie soll ich das denn schaffen, Freunde? So vielleicht. Okay, oh, das ist ganz schön schwer hier fürs erste Level.
Oh ne, den Stein möchte ich haben. Den möchte ich haben. Oh Gott, Herr Sakrament, Juraisers. Okay, da unten. Den nehmen wir mit. Blöder Affe, ja. Du kannst klettern, ich nicht. Ich will alles nochmal machen. Aber vor allem. Die Gegner, die spawnen wieder auf, wie mir scheint. Das finde ich besonders fies. Ja, tatsächlich, ey. Wer macht das hier allen Ernstes mit mir? Ich glaube, den Stein könnte ich von hier, aber ach, egal. Das brauche ich Edelsteine. Ich will das Level beenden. Blöde Affe. Blöde Affe frisst einen Apfel. Ich habe die ganze Arbeit. So. Wow, das ist... Oh, schön. Hübsch. Äffchen wartet schon auf mich. Ich weiß nicht, was der... Schreibt mir mal in die Kommentare, wie der Affe heißt. Ihr habt den Film doch sicher gesehen. Oh, nein! Diese Pfeil- und Bogenschießer, die mag ich überhaupt nicht. Moin? Kann ich den irgendwie zu Hilfe anfordern? Ich, mit Select? Nö, Pause. Och, schönes Pausensignal hier. Sehr, sehr nice. Okay, da oben komme ich nicht ran. Wahrscheinlich hat Aladdin irgendeine super-duper Sonderfunktion, mit der er da hochkommt, aber die ist mir im Moment nicht geläufig. Ah. Schwinde. Und hi-ha! Vorsicht. Okay, jetzt habe ich auch wieder irgendwas eingesammelt, was auch immer. Hi, Dickerchen. Lass mal gut sein. Ich spring von hier aus. Ich hoffe, das funktioniert. Ja. Ich komme da nie hin ohne Hilfe. Ich weiß nicht. Irgendwas ist mir hier entgangen. Egal. So, dafür nehme ich euch mit. Nee, du. Ah. Das war nicht mal schlecht, obwohl es nicht mal so geplant war von mir. Oh, das ist cool. Das ist wie bei Super Ghouls and Ghosts, wo man auf dem Geisterschiff mit dieser Seilwinde runterfährt. Und von wem ist Super Ghouls and Ghosts? Genau, ebenfalls von Capcom. Wissen wir, haben sie sich wenigstens von sich selbst geklaut. Kann man ihnen keinen Vorwurf machen. Und hier schon noch einmal. Ist genau derselbe Mechanismus. Habe ich übrigens auch mal angezockt vor einem Jahr oder anderthalb Jahren. Einfach auf meinen Kanal gehen, Super Ghouls and Ghosts SNES suchen und schon werdet ihr fündig. Ich kann euch schon mal spoilern, allzu weit bin ich dort auch nicht gekommen. Okay, oh, wir haben wieder Äpfel. Ich könnte ja auch mal einen Apfel schmeißen. Okay, die werden dann kurz ausgenockt. Okay, oh. Was machst du mit meiner Geliebten, Brutus? Sieht aus wie der Böse von Popeye. Weiß nicht, was ich mit dem machen muss. Der Affe sagt Boxen. Aber der Affe hat keine Ahnung. Also Äpfel werfen hilft schon mal ja nichts. Okay. Klasse. Allen Ernstes, das ganze Level nochmal. Mein Gott, Capcom, ihr seid gnadenlos. Okay. Ich wusste gerade nicht, wie man den angreifen kann. Okay. Hier geht's weiter. Irk. So, mein Freund. Der blöde Affe tut sich wieder feige hier oben verstecken. Ich glaube, ich muss abwarten, bis er zuschlägt. Hm.
Weil er trägt ja sein Schwert immer über dem Kopf, deswegen springen ist schlecht. Ich versuche ihn mal hier auf mich zulaufen zu lassen. Das gibt's doch nicht. Ah, okay. Jetzt dreht er durch. Okay, alles klar. Wieder nur ein Herz noch. Super. Ach, das war zu langsam. Stelle ich mich gerade nur so blöd an oder ist das Spiel wirklich so fies? Das gibt's ja wohl nicht. Das ist übrigens mein letztes Leben, Freunde. Wir sind gleich durch. Diesmal zusehen, dass wir wenigstens alle vier Herzen hier bis zum Endboss retten. So. So, Fatima verschwindet. Okay, und jetzt. Genau. Ich glaube, ich sollte mich, solange hier durchdreht, hier oben verstecken. Jetzt erstmal wieder hier ein bisschen nach links locken. So, ich glaube, so kriegen wir das hin. Und schlägt zu und schlägt zu und zacka! So geht's. Eigentlich ganz einfach. Wenn man das Prinzip durchschaut hat. Okay. Der Affe ist der Hammer da oben. So, schlag schon. Na, schlag schon. Triffst mich nicht. Kartoffelgesicht. Ja, ja, ist klar. Na, komm schon. Ja, ich hab ihn. Und, ach, wir haben sie befreit. Unsere Geliebte. Ja, genau, Affe, verpiss dich. Wir haben jetzt was Besseres zu tun. Level 1 beendet. Glückwunsch! Das war überhaupt mein Ziel, das erste Level zu beenden. Was jetzt passiert, ist mir egal. Gemeinsam fliehen Aladdin und... Ach, Jasmin heißt sie, okay. Aus dem Palast des Sultans. Und suchen Schutz in Aladdins Haus noch über den Dächern Agrabababas. Agrabas. Sie reden über ihre Liebe und einer gemeinsamen Zukunft. Doch die... Machen des Sultans reißen die beiden aus ihren Träumen. Aladdin wird eingesperrt und Jasmin zu ihrem Vater, dem Sultan, gebracht. Der Blick von dem Affe ist cool. Okay. Das sieht ja lustig aus. Das für ein Wurzelsepp. Aladdin wird in das dunkelste Verlies des Palastes gesperrt. Doch sein Herz und seine Gedanken sind nur bei der lieblichen Jasmin. Och, das ist süß. Den Affe hat er gleich mitgenommen, natürlich. Ein kauziger alter Mann taucht plötzlich auf und verspricht Aladdin die Freiheit, wenn er ihn in die Höhle der Wunde begleitet. Froh, dem Kerker zu entkommen, weiß Aladdin nicht, wer der alte Mann wirklich ist. Punkt. Hinter der Verkleidung steckt der böse Magier Jafar. Ja, der sieht schon sehr vertrauenserweckend aus. Hätte ich jetzt gar nicht gedacht, dass der böse ist. Los geht's! Okay, jetzt werden wir wahrscheinlich eh gleich am Ende sein hier. So. Schön diese... Oh, Leute! Hilfe! Okay, hier klettern. Hier... Ach, Aladdin! Du gibst Nacken! Fledermäuse in Videospielen. Ich liebe sie. Aber die sind noch vergleichsweise handzahm. Lern doch mal zielen, du Depp! Mit Depp meine ich mich selbst natürlich. Oh, Gott sei Dank. Volle Energie wieder. Wir bleiben noch ein bisschen weiter hier.
der dunklen Höhle. Eine Schriftrolle. Okay, was auch immer die mir bringt. Oh, was bist du denn? Ich glaube nicht, dass du nett bist. Zack, ich bin auch fies. Heppa! Oh, Fleder, Fleder, Fleder! Blödes Vieh, du. So. Was mache ich denn? Ich wollte an die Wand springen und den Edelstein holen. Jetzt. Weitermachen, Seil ziehen. Komm, ein Versuch noch. Ich will es nicht wegen so einem blöden Fauxpas jetzt zu Ende gehen lassen. Ich bin auch geil auf die Edelsteine, deswegen riskiere ich das halt immer. Aber ich komme da nicht ran. So, den Schinken brauche ich diesmal nicht. So. Verschwinden! So, Achtung, Fledermaus. Diesmal lasse ich ihn. Nicht noch einmal, hä? Nicht noch einmal. So, wir haben wieder hier das komische Etwas befreit. Ah, ein schöner Hintergrund wieder mit dieser Treppe. Ah, ich fürchte, das bröckelt mir gleich hier unter den Füßen weg. Sieht sehr instabil aus, ich hab's gewusst. Mach mir keine Schande, Aladdin. Wollte ich einmal einen roten Stein einsammeln. Das Spiel ist, glaube ich, echt nicht leicht. Boah. Zumindest, wenn man es zum ersten Mal spielt. Und das sind ja Parallelen zu Super Ghouls and Ghosts. Und dieses Spiel ist auch alles andere als einfach. Also, ne, ich denke mir, es ist, na, man muss schon ein bisschen sich da reinfriemeln. Ich kann nicht mehr schießen. Mist. Muss ich den... Oh! Tollpatsch! Du... Oh! Ich hasse Fledermäuse in Videospielen. Ein Brot. So, weil ich die Rolle schon hab. Okay. Der läuft auch immer noch ein Stück weiter. Ist gar nicht so einfach. Okay. So, du wieder? Wie weit fliegst du? Okay. Komm. Hoch hier. Und hepp. So, die bröckelige Brücke. Ugh. Mir egal jetzt. Pfeif auf die Edelsteine. Brauche ich nicht. Der ist von alleine da gesprungen. Das habe ich gar nicht getan. Mensch, Capcom, was habt ihr denn da? Auch bin ich froh, dass ich das Spiel nicht gekauft habe damals. 93 kam das raus. Was hatte ich 93 für Spiele? Obwohl, ich muss zugeben, 93 hatte ich noch gar kein Super Nintendo. So. Und ist auch gut so. Ich wäre wahrscheinlich vor Frust, hätte ich meinen Kopf an die Wand geschlagen. Das Spiel gab es auch für andere Systeme. Ich glaube, ja, für den Mega Drive, beziehungsweise Genesis. Zumindest für diese zwei Systeme sind mir die Versionen bekannt. Oh, 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 oh. Mann, das macht mir Angst. Hier! Der macht hier einen Salto! Der ist, der... Ach. Okay. Ich höre auf.
Okay, mag ein nettes Spiel sein, aber es ist gar nicht einfach. Also jetzt zum ersten Mal völlig blind gespielt, ja, da hat man auf jeden Fall eine Zeit lang dran, um sich erstmal mit dem Prinzip vertraut zu machen. Und ich habe mich jetzt blamiert, aber das war mir eh klar. Das war der Retro-Sonntag für diese Woche. Nächsten Sonntag, wie gesagt, gibt's wieder was mit einem Affen und viel guter Popmusik. Das war jetzt schon der zweite Hinweis. So. Jetzt sage ich danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Video. Macht's gut. Ciao.